Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21. Zum letzten Mal begrüße ich euch hier auf meinem Kanal und ja, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja. So, das heißt, die Fetasuara, werde Coutinho bringen, der auch seine Leistung bringen kann auf der Position. Und dann geht es gleich ins Match, 31. Mai 2025, Champions League-Finale gegen den FC Liverpool. Das hatten wir schon mal damals, im ersten Jahr, wo wir damals die Champions, wo man den Titel gewonnen. Doch, in der letzten Saison hatten wir das, glaube ich, schon mal, ne? War das nicht auch gegen Liverpool das Finale? Da haben wir verdient dann am Ende noch mit 1:0 gewonnen haben. So, ja, wie gesagt, allerletztes Spiel. Dann geht's jetzt in die Pressekonferenz noch schnell. Thank you everyone for joining us. We're going to start questions now. Genau so ist es. Wir haben Coutinho dabei, der auch das letzte Spiel machen wird für uns. Platz war genauso. That's all we've got time for today. Thanks for coming, everyone. Ja dann, auf geht's. Können wir das Ding hier heute wuppen irgendwie? Jo. Auf geht's. Komm. Jetzt rocken wir das noch. Ding noch nach Hause, holen uns den Champions League Titel und dann passt das. Mit dem Titel mal zu verabschieden jetzt. So, auf geht's. Es ist der Moment, auf den die ganze Fußballwelt gewartet hat. Es ist das Finale der diesjährigen UEFA Champions League. Bleiben Sie dran, gleich legen wir hier los. Im Atatürk Olympic Stadium. Wolf Fuß und Frank Buschmann melden sich vom Endspiel der UEFA Champions League. Und zwar aus dem Atatürk-Stadion. Was für eine Kulisse also für dieses Finale. Das ist Begeisterung pur, das ist Vorfreude pur. Es ist der Höhepunkt des Fußballjahres. Schön, dass Sie dabei sind. Das wird ein Leckerbissen heute. Schalke 04 gegen Liverpool. Endspiel in der UEFA Champions League. Es ist das große Duell. Es ist der Höhepunkt dieser Saison. Diese beiden Teams haben den europäischen Fußball in diesem Jahr dominiert, haben ihren Stempel aufgedrückt. Und jetzt erfahren wir, wer den letzten Schritt machen kann. Mal gucken. Das ist fast eine unveränderte Truppe, ne? Hazard fehlt auf jeden Fall gegen Coutinho in der Startformation. Sein letztes Match. Dann auch hier abgegeben.
Es gibt nicht viele Teams, die den Titel in der UEFA Champions League verteidigen konnten, aber sie hoffen natürlich, dass sie es dieses Jahr schaffen können. Ja, das wäre eine Riesenleistung und das wäre natürlich historisch. Die Mannschaft hätte sich das verdient. Wir haben es ja gesehen, was die auf den Rasen zaubern können. Haben bisher alle Aufgaben gemeistert. Niemand konnte sich stoppen. Und wenn sie das auch heute wieder abrufen können, wenn sie auch heute wieder brillieren, dann kann es ein historischer Abend werden. Genau so ist es. Wir haben City auseinandergenommen, wir haben Dortmund geschlagen. Im Tor ist Manuel Neuer. Nico Elvedi. Da war Juve rausgehauen. Also, wie gesagt, durchaus möglich, die große Namen zu packen. Das müssen wir heute in einem Stürmer. Und nicht in zwei wie bisher. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Sie wollen heute das Tempo des Spiels diktieren. Tiki-Taka ist angesagt. Und Wolf, da müssen wir mal schauen, wie die Gegenseite damit umgeht. Das kann unglaublich frustrierend sein, wenn der Gegner fast immer in Ballbesitz ist, wenn du einfach nicht an den Ball kommst. Genau so ist es. Auf geht's ins Match. 90 Minuten, 120 Minuten. Champions League. Wir gehen rein in dieses Spiel. Ah, schade. Klasse aufgebaut. Aber zum Torrichter. Diesmal kommt er nämlich nicht durch. Luka Jovic. Aber Robertson. Federico Valverde. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Luka Jovic. Ja. Jetzt gibt es Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Pjanic, Fabinho. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Der Schuss. Naja, Liverpool macht es richtig Druck am Anfang. Leute, Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein rechter Klapp. Chance zur Führung. Chance lebt noch. Glück gehabt. Sie üben schon früh Druck aus. Schöne Aktion. Kein Abseits. Marco Richter. Freue mich an der Hüfte. Richter mit dem Körper. Alles noch hält. Bald ist noch im Spiel. Aber Alisson. Van Dijk. Heftig. Luka Jovic. Wenn er da so hingeht, hält er ihn natürlich nicht auf. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Federico Valverde. Das ist jetzt seine Chance. Parade Neuer. Immer noch gefährlich. Vorteil. Schalke 04 bleibt am Ball. Marco Richter. Ja, okay. Da erobert er den Ball. Es könnte nochmal eine Karte geben für Liverpool. Viele Diskussionen gibt es aktuell um Lars Bender. Ja, der hat ja aufgeschieden. So schade das auch ist, der hat sich entschieden. Ja, da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquat einen Ersatz finden will. Wie soll das gehen? Den kannst du. Und diese Ball der Sieg hier, klasse vom Tor. Alter, das ist gerade übelste Druck von Liverpool. Jetzt vielleicht mal Lackers, Liverpool! Schalke probiert immer wieder. Was für eine Parade, super Aktion, der bewahrt sie vor dem Rückstand. Also man muss sagen, Ballverlust Liverpool. Ah, der hätte ein bisschen besser spielen können. Abseits, oder? Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Nein, kein Abseits. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. So, und heute, das könnte die Gelegenheit geben. Die Chance. Yes. So ist es am Anfang. Da dominierst du das Spiel und dann fängst du dir doch so ein Tor ein. Der Rückstand jetzt. Ja, umso größer auf der anderen Seite natürlich der Jubel. Ein Tor wie aus heiterem Himmel. Was für ein Spiel, ey. Aber hier kommt nochmal die Wiederholung des Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann haben sie das 2 gegen 1. Und dann bist du als Tor. Er hat überhaupt gemacht. Alario.
37. Tornummer 13. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf Außen. Immer noch Mohamed Salah mit dem Ball. Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie hier knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Er passt gut auf und hat den Ball. Ganz klasse, Werder. Marco Richter. Oh, viel Platz jetzt. 1 gegen 1. Ja, oh, ich hab's gedacht, wie er trifft. Doppel trifft sich die Woche. Ich dachte mir, der passt irgendwie noch. Der fällt da noch hinten rein. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird's eng. Sie sind da. Und dann kannst du den kaum besser machen. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Ja. Abseits. Aber egal. Ende. Pause. 1-0 Blau-Weiß. Für die auch, Wolf. Gutes, unterhaltsames Spiel. Ist ja nicht immer so bei solchen Endspielen. Hier ist es der Fall. Beide früh aus der Deckung gekommen. Warum muss es so sein? Liverpool, die bessere Truppe jetzt momentan. Aber wir sind auch mit da. Wir haben jetzt ein, zwei Chancen gehabt, wo wir nochmal nachlegen hätten können. Alleine jetzt nochmal der Ball von Alara Falari. Dann kriegen sie mal wieder hin. Hat der Becker noch zwei, drei Dinge rausgeholt, muss ich sagen. Spiel geht in Einwurf. So, vielleicht die letzten 45 Minuten. Lieber FIFA 21. Fabinho. Federico Valverde. Weiß ich mal, was Latza. Jetzt ist der Magier. Das sah nach einer Verwarnung aus. Jetzt war es Latza. Das war vorher Arnold. Es gibt hier Geld gegen den FC Schalke. So viel Einsatz und damit natürlich die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Das kam. Aber bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. In Sachen Ballbesitz ist Schalke in diesem Spiel das deutlich schwächer. Aber egal, das ist ziemlich egal. Schalke sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Jetzt Pjanic. Borussia Dortmund könnte wohl auf dem Transfermarkt aktiv werden. Es gibt gerüchteweise ein Angebot. Gibt aber nichts Offizielles bisher. Insofern sollte noch abwarten, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Und jetzt ein Freistoß Schalke. Für uns, Gott sei Dank. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun reagieren. Das tut der Trainer auch. Er bringt einen neuen Mann. Naby Keita. Klasse Pass. Vielleicht der Ausgleich. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Chance zum Konter jetzt. Ach Mann. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Jetzt ist unnötig. Ja, geht gut dazwischen. Mohamed Salah. Ball kommt rein. Da bringt er die Flanke ab. Das ist eigentlich ein Foul, aber gut, okay. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Mit der Salari. Salario. Die Gelegenheit. Und so wird das nichts. Den hält er doch mal. Der Brücke hält er momentan, hält uns momentan noch nicht, ist er momentan noch im Spiel. Nächste Chance, noch eine Ecke. Wenn Sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen Sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Oh Mann, ich muss das zweite Mal. Geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Es muss das zweite Tor fallen. Das würde so viel beruhigen. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. So langsam wird das Wetter hier auch voll hier. Der Regen lässt langsam aber sicher nach. Und das ist nicht nur für die Spieler gut, sondern ganz ehrlich für die Fans. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was.
Paulinho. Lucas Alario. Alario. Klasse Zuspiel. Ich krieg's doch nicht zum Kotzen gerade, ey. Ja, das muss das zweite sein. Ich muss irgendwie das zweite Tor reinkriegen. Ich hab ja die Chance, das ist es halt. Ah, geht mir das auf den Sack gerade. Fabinho. Ball fliegt hoch ein. Das sieht gut aus. Keita! Posten. Der muss doch sitzen, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt ärgert sich der Trainer. Unglaublich, was für eine Chance, was für eine Riesenchance. Ja, das ist es halt, ne? Die Schalker verpassen die Entscheidung. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Federico Valverde. Liverpool gibt alles, der spielt Ausgleich, soll doch noch irgendwie her. Hereingab. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was. Mohamed Salah. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Könnte die Chance sein. So, jetzt können wir nämlich nochmal wechseln. Jetzt müssen wir nochmal wechseln. Vielleicht kann da noch was passieren. Es ist ja, hätte so viel passiert, hätte so viel Ruhe reinkriegen können. Hätte so viel Ruhe reinkriegen können in dieses Match. Ja, du hättest 2-0 führen müssen. 2-3-0. Doch noch auszugleichen. Diese Ecke. Eine so, jetzt wechsle ich dreimal. Natürlich mit dem Hudeln schnellen Stürmer da vorne rein. Vielleicht doch mal mit dem Konter zu sitzen. Geiger, Latza, Coutinho, Latza machen ihre letzten Sekunden, haben ihre letzten Sekunden. Ecke in die Mitte. Weg damit, ab nach vorne damit. Alisson ist vorne, hat die Kugel. 2 Minuten. Federico Valverde. Vielleicht doch nochmal die Chance zum Ausgleich. Das ist jetzt gerade so egal. Wedi, gelb natürlich. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Aber nochmal Zeit runternehmen von dem Würfel. Der späte Ausgleich muss her und ja, ich rechne mit einer scharfen Hereingabe. Weg damit. Wie damals auch hier gegen Liverpool das 1-0 und es ist eine enge Partie gewesen. Feuerzeug gehalten, alles von dem 1 gegen sich gehalten. Und sich reinbekommen. Was für ein Triumph. Das große Ziel, ich bin geneigt zu sagen, den großen Traum wahrgemacht. Mit dieser unglaublich stark besetzten UEFA Champions League am Ende. Das ist was. Ja, man kann nicht überspringen. Das ist nicht nur was. Das ist das größte. Der Pokal. Da ist der Pokal. Ein besonders schöner Pokal. Ja, du willst den jetzt aber auch in den Händen halten. Der Pokal. Jetzt hat er sich in den Pokal verliebt. Da ist der Pokal. Das ist doch nicht zu fassen. Ich liebe den Pokal. Das ist der Champions League. Jetzt haben sie ihn. UEFA Champions League Sieger. Kann nicht jeder von sich behaupten. Der Pokal ist immer dabei. Fontänen, Feuer, das ist immer für dich. Ich erfreue mich einfach am Pokal. Und die Spieler auch. Das ganze Geschmitt war auch so, ist vollkommen egal. Dieser Moment bleibt für immer. Das ist der Champions League Sieger. Das ist die Spitze. Das ist die Spitze. Und jetzt geht's rüber. Und ganz unten der Mont hochgearbeitet, zurück zum zweiten Mal in Folge. Ja. Das war für FIFA 21, liebe Leute. Ich dachte, wir sind hier über 20 in Folge rausgehauen. Wir sind nicht. Wir haben viele Titel geholt, wir haben einmal Fetungsdorf damals in der Europa-League Meisterschaft rausgeschrieben. Das ist jetzt egal, aber ich habe trotzdem so ganz trotzdem gemacht. Gemeinsam. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Bis zum bitteren Ende. Wie gesagt, ab und wann ich mit Zimmer vor uns fassen, weil er geht, weiß ich noch nicht. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ich bin auf jeden Fall. Klasse zusammengestellt auf den guten Kopf. Kann man. Taktisch immer wieder überragend.
geben. Die Chance. So ist es einfach. Einmal ging er durch. Das war der zweite Moment. So ein Tor ein. Der Rückstand jetzt. Ja. Oh, viel Platz jetzt. 1 gegen 1 Duell, aber der Torwart bleibt Sieger. Super. Ich sage, Ellison hat aber auch ein wirklich starkes Spiel gehabt. Auch Neuer hat uns starkes Spiel gehabt. Das wäre immer mal wieder gewesen. Ecke kommt in den 16er. Schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da. Hauptsache, wir haben es gewonnen. Das ist alles andere, ist dann im Moment scheißegal. Gehen wir kurz auch in die Interviews. Champions League-Sieger sind wir. Und damit war es das mit FIFA 21, liebe Leute. Ich brauche jetzt nicht das Ganze so nachgeplänkeln nochmal. Wir gehen noch schnell ins Interview, ins abschließende letzte Interview. Have you got time for a few questions? Thank you. That's all the questions we've got for you. Jo, das war's dann. Jetzt auch endgültig mal. Ja, liebe Leute, das war's mit FIFA 21. Ich danke euch fürs Zusehen. Wie gesagt, über knapp 260 Folgen habe ich euch zeigen können. Ich bin ziemlich happy, dass wir es durchgezogen haben. Und ja, was wir dann mit FIFA 22 machen, schauen wir mal. Bis dahin. Wir sehen uns dann auf diesem Sonntag ab 18 Uhr mal wieder, weil dann irgendwann mal FIFA mal wieder kommt. Ja, bis dahin und tschüss.